Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Sonntag, heute ist Haarmachtag. Ihr seht jetzt nicht so wirklich viel. Es ist 9 Uhr und wir sind wieder die Ersten. Schatzi und ich, wir sind pünktlich. Tina steht bestimmt noch beim Bäcker und Ole wohnt ja hier, glaube ich, irgendwie gleich ums Eck. Aber wir gehen trotzdem mal vor. Ich muss aber noch meine Tasche nehmen. Heute steht auch nicht so viel an, also Tinas Haare werden nicht gemacht. Die machen wir erst im Oktober. Also sind heute nur Ole und ich dran und Schatzi natürlich. Der kriegt wieder einen freshen Haarschnitt und bei mir ist es, glaube ich, schon über 10 Wochen oder so her. Richtig krass. Aber ja, wir gehen jetzt mal nach vorne und ansonsten setzen wir uns da auf die Bank und warten. Ja, also, aber die ist noch nicht so weit raus, dann brauchen wir nur die Ansätze. Also ich muss ja übrigens sagen, Tina, die goldene Milch, ja, aber? Ich trinke Kurkuma. Die ist vegan. Schmeckt nicht. Er braucht ja eigentlich Kurkuma, ja nicht. Nee. Aber die mische ich ihm mit drin, für seinen Magen-Darm. So, einmal Kollegin, also von Kollegin an Kollegin. Tina macht jetzt einmal Janine die Haare. Und Tina weiß nicht, was Janine da angemischt hat. Nee. Aber gut, wir lassen uns überraschen. Ich bin schon begeistert. Die Fachfrau. Hat sie schwarz angemischt, sei ehrlich. Nein. Ja? Wieso, willst du oben dunkler haben? Nee. Nein. Ich mag es ja oben immer ganz dunkel. Aber Tina macht es nicht mehr. Nee. Haben wir alle draus gelernt, oder? Daraus gelernt doch aus der Nummer. So, Ole, die Blondierung ist jetzt abgewaschen, wie man unschwer erkennen kann. So, und jetzt kommt wieder ihr Koboldblau. Genau, ihr Koboldblau, ihr Markenzeichen, genau. Die blauen Aber Haare. Aber das wollen wir bald ändern. Ja, Ulla hat gesagt, sie möchte was vielleicht würde mal Ole stehen? Guck das Gesicht mal an. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Was würdet ihr sagen? Was würde dieses wunderschöne Gesicht stehen? Ja, Ole, nicht kratzen. Nicht kratzen. Also ich denke, Ole würde... Pink hatten wir 5 Jahre bestimmt. Nee, Pink machen wir nicht, aber irgendwas Cooles. Nee, cool ist ja schon das Blau. Blau, ja, aber irgendwie... Muss jetzt mal was anderes her. Irgendwas muss jetzt mal das andere her, genau. Was anderes her. Ja. Ja. Aber anhand von Oles Haaren kann man ja auch immer richtig gut sehen, dass ihre Haare... Fest sind. Richtig. Sind dünn, ja. Also von sich aus. Ja, aber sind die sie ja... Die geht ja ohne Hälfte, muss richtig. Man ja dazu sagen. Darf man ja auch nicht vergessen, aber trotzdem sind ja, die immer fest, ja. Richtig... Ole pflegt gut. Ja, voll bis in die Spitzen. Aber seht ihr nachher, wenn es trocken ist, genau. Und so. Hier. So. Das ist meine neue Mitarbeiterin übrigens, und wir suchen jetzt nicht mehr. 20 Stunden hier. Genau, richtig. Aber ja. Ich muss jetzt mal die ganzen Basics lernen. Macht sie gut, macht sie gut. Macht erstmal bei Janine, macht sie erstmal schön, ja. Obwohl Janine so ähnliche Farbe hat wie ich, war. Ja. Also nicht so dunkel, ja. Aber... Hat sie sich selber gemischt, weiß ich nicht. So, sieht man jetzt auch nicht. So, Schatzi ist jetzt wieder fresh. Schön kurz geschnitten wieder. Und wie gesagt, das Grau ist ein bisschen dunkler gemacht worden, weil Benjamin sich ja gefühlt jeden Tag die Haare wäscht und dass er einfach ein bisschen länger dran Freude hat. Also viel anders haben wir jetzt nicht bei Sandra gemacht. Wir haben es nur wieder abmattiert, zwischendurch ein paar Strähnen
und das beige gemacht. Das seht ihr denn, wenn es natürlich trocken ist, ne? Ist ja klar. Und jetzt darf Sandra als allererste Olaplex 7 testen. Ne? Für Anti-Frizz, Geschmeidigkeit, Hitzeschutz ist da drin, vegan, alkoholfrei, reduziert die Föhnzeit. Ich habe es selber noch nicht probiert, es ist gestern gekommen. Kostet übrigens 29,50 überall. Wie viel soll man da nehmen? Wahrscheinlich ein Tropfen, oder? Ach, das ist ja cool. Guck mal. Das sieht aus wie flüssiges Gold. Ich nehme jetzt einfach mal so viel. Hm. Würde sagen, ich brauche mehr. Würde ich schon sagen. Ja, würde ich jetzt auch mal brauchen. Ne? Okay, also sparsam finde ich es gerade noch nicht. Aber doch jetzt, das reicht schon. Und das kann man auch ins trockene sowie das nasse Haar geben. Also wenn man merkt, oh, mein Zopf sieht aber heute nicht so prall aus, dann kann man das auch ins trockene Haar geben. So wie bei der 6, das wissen ja auch ganz viele nicht, das könnt ihr ins trockene und ins nasse Haar geben. Das nehme ich auch noch zusätzlich. Hm? Da hier ist nochmal Feuchtigkeit drin bei der 6 mehr und Öl ist halt einfach nur für Kennbarkeit und Geschmeidigkeit, kannst du sagen. Und überall ist natürlich der Stoff von Olaplex drin, dieser Bisaminopropol, Dipyl, Delamate oder so. Wie auch immer er heißt, ne? Der ist da drin, ich sag mal, der Olaplex-Stoff. Ja. So, dann föhnen wir auch schon. Hallihallo, jetzt habe ich mal die Kamera. Folgendes, ich suche noch eine dritte im Bunde. Janine kennt ihr ja jetzt schon, unsere Flechtzauberkönigin. Und wir suchen noch eine dritte. Ob du jetzt nur 20 Stunden arbeiten möchtest oder 40 Stunden. Und wir haben auch flexibles Arbeiten untereinander. Das heißt, Mensch, du kannst nur vormittags, nachmittags und so. Wir gucken immer, dass wir alle gut miteinander auskommen, damit jeder positiv dabei rauskommt. Und ob du jetzt nun viel gelernt hast oder nicht, wir bringen alles bei. Also das heißt, du brauchst keine Angst haben, wenn du dich hier bewirbst. Wir gucken erstmal und schicken dich zu Lehrgängen oder ich bin Trainerin noch gleichzeitig. Da brauchst du keine Angst haben. Also bewirb dich schriftlich, E-Mail oder Facebook, Instagram ist auch möglich. Sandra haut alles in der Infobox und dann bis dann. Hallöchen, mittlerweile sind 2 Tage vergangen. Es ist Dienstag. Ich bin ziemlich angeschlagen. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich glaube, ich werde richtig fett krank. Es wird Herbst, es wird kühler und ich habe, zack, kriege ich eine Erkältung. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Arbeit, aber ich wollte das Video jetzt mal schnell hier beenden, weil Sonntag hatte ich keine Lust mehr, mir ging es nicht mehr so gut. Montag ging es mir nicht so gut und heute vor der Arbeit dachte ich so, bevor du heute Abend wieder wie ein nasser Sack ins Bett fällst, machst es jetzt. Wir haben einfach wieder nur den Ansatz dunkel gemacht und die Längen sind wie immer aschig geblieben. Ich kann euch mal ein Bildchen einblenden, wie es aussieht, wenn die Haare einfach offen sind und auch von hinten. Es musste auch ganz, ganz wenig abgeschnitten werden. Meine Haare sind wirklich sehr, sehr gesund mittlerweile. Nicht mehr so angeknackst wie vor einem Dreivierteljahr oder so. Es ist jetzt ein bisschen dunkler, weil es ja nur eine Intensivtönung ist. Es wäscht sich ja mit der Zeit immer mehr raus. Und deswegen gehen wir einfach immer ein bisschen dunkler. Und ja, wenn es dann rausgewaschen ist, ist es meistens dann noch ein bisschen schöner. Ich mag es auf jeden Fall, dass es am Ansatz dunkel ist. Ich liebe das. Und wir haben hier wieder 2 so eine kleine Strähnen geflochten. Und ja, bin ziemlich außer Atem. Jede kleinste Aktivität macht mir ein bisschen zu schaffen. Ich habe bei Tina dann Olaplex 7 noch mitgenommen. Wie alle anderen Produkte von Olaplex kostet auch das
29,50 €. Das ist diesmal ein Öl. Man kann es ins trockene Haar geben oder ins handtuchtrockene Haar. Man kann es mit in die Sex mischen. Man kann es so einfach benutzen. Und ja, ich bin gespannt. Tina hat es bei mir jetzt schon benutzt, aber ich bin, wenn ich das erste Mal die Haare wasche, aufgespannt, wie es einfach ist. Dann habe ich noch eine Maske mitgenommen von Urban Alchemy. Heißt das? Spricht man das so aus? Urban Alchemy. Auf jeden Fall ist das eine Maske. Die habe ich noch mitgenommen. Ich habe noch was richtig, richtig Cooles für euch. Passt auf jeden Fall jetzt erstmal ins Video. Ich habe von L'Oreal ein Paket zugeschickt bekommen mit Haarpflege. Und zwar ist das von L'Oreal Magique. Das ist das. Das ist das shampoo-reichhaltiges Jojoba-Öl für trockenes Haar. Einmal ein Intensivpflegeshampoo. Dann haben wir die Arnica Repairende Spülung. Dann haben wir ein reichhaltiges Öl und eine Maske. Ein reichhaltiges Jojoba-Öl als Balsammaske. Und ich habe eigentlich noch das Shampoo mit dabei, das Repairende Shampoo. Aber irgendwie fehlt mir dazu, da ist kaputt gegangen anscheinend, der Pump-Applikator. Weiß ich jetzt auch nicht. Also ich kann es euch mit reinpacken. Dann müsst ihr das irgendwie anders abfüllen. Wenn ich noch einen Pump-Applikator irgendwo finde, dann stopfe ich den darauf. Aber irgendwie ist das kaputt gegangen. Aber ich finde es in der Verpackung nicht. Es ist hier noch Honig mit dabei gewesen und eine Haarmaske. Auf jeden Fall packe ich alles zusammen und ihr könnt alles haben, wenn ihr möchtet. Denn ich habe ja so viel, super, super viel Pflegeprodukte zu Hause. Und deswegen dachte ich mir, ich verlose das an einen von euch. Ich lasse das auch auf jeden Fall in dem Karton so drin, dann kann ich das nämlich gleich so verschicken. Und ja, was ihr dazu machen müsst, findet ihr unten in der Infobox. Das Einzige, was ich jetzt noch machen wollte, ist das Video beenden. Oh, ich bin so am Ölen. Ich merke, glaube ich, dass ich richtig, richtig Fieber bekomme. Oh, da habe ich ja richtig Bock drauf. Ja, auf jeden Fall mache ich mich jetzt erstmal los zur Arbeit. Und ja, ich verlinke euch meine letzten beiden Videos hier und dann wünsche ich euch viel Glück beim Mitmachen des Produktes. Und ansonsten sind beim einen Haar jetzt, hat sich da nicht wirklich viel was geändert. Es sieht jetzt nur dunkler aus, weil die Ansätze jetzt wieder fresh sind und so. Aber die Länge ist alles wie immer eigentlich. Der Einzige, der ein bisschen Veränderung hatte, ist Benjamin. Der ist ja wieder grau geworden und ich liebe das an ihm. Es steht ihm einfach so mega gut. So. Genug gequatscht, ich muss gleich los. Ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Glück und viel Spaß bei der Verlosung. Bis zum nächsten Mal, eure Sandra. Tschüssi.